Hey, ich bin's. In diesem Video möchte ich mit euch Fröbelsterne falten. Es ist quasi auch so eine Art Origami, aber es ist einfach etwas aus meiner Kindheit, wo ich das Wort Origami noch gar nicht kannte. Und das habe ich immer mit meiner Mama gemacht. Meine Mama hat mir das auch beigebracht. Und ja, um die Weihnachtszeit haben wir immer Fröbelsterne gefalten und dann ein kleines Loch reingemacht in so einen Zacken. Dann konnte man die auch wunderbar an den Baum hängen als Baumschmuck oder einfach als Deko irgendwo hinlegen oder an Weihnachtsgeschenke so ranmachen als kleine Dekoration. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist Tonpapier oder Bastelpapier. Tonkarton ist etwas zu stark, also es sollte nicht zu fest sein, das Papier. Es sollte sich biegen lassen. Das ist ganz wichtig, damit wir die Zacken biegen können. Aber ansonsten, wenn es sich biegen lässt, jede Art von Papier, die ihr rumliegen habt, könnt ihr benutzen. Wir haben das früher auch einfach aus Restschnipseln gemacht. Hauptsache, es ist lang genug, eine Schere, um zu schneiden. Ich benutze jetzt hier auch noch Klebestreifen, einfach damit ich meine Streifen lang genug bekomme, klebe ich zwei zusammen. Das werdet ihr gleich sehen. Eigentlich braucht man für den Fröbelstern nur vier lange, schmale Streifen Papier, die man in der Mitte dann einmal faltet. Und ihr seht hier, dass das dann ziemlich kurz werden würde, selbst wenn man von der Längsseite die abschneiden würde. Aber wenn man in der Mitte faltet, hat man nicht mehr genug Streifen übrig, um alle Zacken zu falten. Deshalb, anstatt vier Streifen, würde ich hier acht abschneiden, jeweils mit 1 cm Breite und die dann zusammenkleben, sodass ihr dann vier lange habt, um diesen Stern in der Größe ungefähr zu falten. Also von der Längsseite vom Papier 8 abschneiden und dann jeweils 2 zusammenkleben. Ich zeige das gleich nochmal an buntem Papier, damit wir auch die Schritte einzeln besser nachvollziehen könnt. Hier habe ich mir also verschiedenfarbige Bögen Bastelpapier genommen, damit ich euch gleich besser zeigen kann, die einzelnen Faltschritte. Und wir brauchen ja, wie gesagt, eigentlich nur 4 längliche Streifen, aber damit das lang genug wird, schneide ich von jeder Farbe 2 jeweils 1 cm Breite ab und werde diese dann zusammenkleben. So schnell geht's. Und schon habe ich von jeder Farbe 2. Und ihr seht, jetzt lege ich die ganz genau aufeinander, damit wirklich keine große Zwischenstelle entsteht. Und dann einfach mit durchsichtigen Klebeband zusammenkleben. Dann sieht man nachher auch nichts. Also ihr habt auch an dem weißen Stern ja jetzt nicht groß gesehen, dass da Klebeband rausguckt. Da müsst ihr keine Angst haben, dass es dann irgendwie nicht gut aussieht oder so. Nun habe ich meine 4 langen, schmalen Streifen, die den ersten Schritt quasi schon durch das Zusammenkleben haben, also schon einmal in der Mitte gefalten sind. Und jetzt müssen wir an der offenen Seite noch so eine Spitze schneiden. Das macht sich dann einfacher, wenn man, mit der Spitze kommt man besser durch die Papierschlaufen. Und nun geht es schon ans Anordnen. Ihr seht, ich versuche euch das bestmöglich zu zeigen. Ja, das jetzt zu beschreiben wäre einfach auch schwieriger, als wenn ihr das einfach so mitmacht oder nachmacht, wie ich es euch hier zeige. Die Endseite eines jeden Papierstreifens wird quasi immer durch die Mitte des vorherliegenden Papierstreifens gesteckt. Zum Schluss einfach so ein Raute-Symbol entsteht mit dieser übereinander, untereinander liegenden Verwebung. Jetzt zieht ihr diese Streifen zusammen, damit die in der Mitte quasi so ein enges Geflecht bilden. Das ist die Grundbasis, auf dem der ganze Stern gefalten wird, also das innerste Mittelstück des Fröbelsterns. Ihr habt jetzt jeweils 2 übereinanderliegende Streifenstücke und nehmt euch den oberen und faltet diesen so um, wie es hier seht. Die ersten 3 immer übereinander und dann der letzte, das ist hier der gelbe, übereinander. Und dann das Besondere ist, es wird in den grünen, der so eine Art Schlaufe bildet, hineingesteckt, damit es einfach fest ist. Ihr seht, dadurch hat jetzt unser Kreuz quasi 2 Papierstreifen an jeder Seite und wir werden immer mit dem linken von jeder Seite zuerst arbeiten, also dem kürzeren.
Leider hatte meine Kamera einen Aussetzer bei dem Falten der ersten drei Zacken. Es ist aber überhaupt kein Problem. Ich zeige euch das an dem vierten Zacken, wie das gefalten wird. Und ihr macht das dann Reihe herum nach, damit ihr die anderen drei auch falten könnt. Das ist wirklich nicht schwer. Immer mit dem linken Streifen der beiden Falten. Indem ihr diesen linken Streifen 90 Grad nach links wegknickt, und zwar nach unten wegknickt, entsteht so ein Zacken. Und das ist quasi schon das ganze Geheimnis. Denn ihr könnt jetzt schon sehen, dass es quasi die gleiche Form hat wie die anderen drei. Jetzt faltet ihr den Streifen nochmal 90 Grad nach links. Also ihr seht das ja, wie ich hier mache, damit so eine Spitze entsteht. Und die können wir dann einfach mittig zusammenklappen. Es ist wirklich nicht schwer. Und besonders, wenn man das vielleicht auch mit verschiedenfarbigem Tonpapier macht, dann könnt ihr dem auch besser folgen. Jetzt müssen wir das Ende des Papierstreifens verstecken. Und wenn ihr den zusammenklappt, seht ihr schon, wo der Papierstreifen hin will. Und da stecken wir den auch hin, und zwar in diese Schlaufe. Und am besten, ihr knickt den mit dem Daumen, ihr seht es, ich habe es auch gemacht, so ein bisschen ab. Dann lässt sich das leichter durchstecken. Die ersten Zacken sind also alle mit dem jeweils linken Streifen gefaltet. Es ist ganz egal, wo ihr anfangt. Ihr könnt die restlichen drei jetzt einfach nachfalten und habt dann auch vier Zacken. Achtung, dieser Schritt ist sehr wichtig. Wir drehen unser Faltgebilde nämlich einmal um, damit die Rückseite jetzt nach oben liegt, damit wir nämlich die anderen Zacken falten können. Und so liegen die Papierstreifen wieder auf der linken Seite, und ihr könnt euch ganz einfach merken, dass man diese Zacken außenrum immer mit dem Papierstreifen auf der linken Seite faltet, damit die dann so ein Spiegelbild quasi ergeben zu den bereits gefalteten Zacken, die jetzt immer auf der rechten Seite sind. Ihr seht es auch daran, dass die oben liegenden Papierstreifen dann sehr viel länger sind und noch viel mehr Raum geben für die Zacken. Und keine Angst, wenn euch die anderen ein wenig kurz vorkommen. Man schafft es mit dieser Länge dann trotzdem noch, die 3D-Zacken, die quasi vorne und hinten dran kommen, zu falten. Die Faltweise ist hier die gleiche, ihr seht das eigentlich auch schon. So wie ihr eben auch die anderen Zacken gefalten habt, immer im 90-Grad-Winkel nach rechts weglegen, zweimal, damit so ein Zacken entsteht, den ihr zusammenklappt, und durch die Schlaufe durchstecken. Deshalb haben wir die Enden schräg abgeschnitten. Jetzt kommt wieder ein wichtiger Schritt. Wir drehen das nämlich wieder um. Und jetzt müssen wir nochmal diese Streifen fast wie am Anfang nicht übereinander legen, voneinander weglegen diesmal. Und am besten, ihr fangt auch mit dem oberen an und dann immer im 90-Grad-Winkel nach rechts weglegen. Diesmal müsst ihr da auch nichts irgendwie feststecken oder durchstecken. Das ist aber trotzdem ein sehr wichtiger Schritt, denn nur so können wir jetzt diese 3D-Zacken falten. Ja, um diesen Zacken zu falten, der dann aufrecht steht, quasi wie ein 3D-Zacken, müssen wir den oberen Papierstreifen wieder am 90-Grad-Winkel nach links legen. Allerdings jetzt über und nicht wie bei den anderen Zacken nach unten weg. Und ihr seht, es ist quasi die gleiche Faltung, nur jetzt stellen wir das auf. Also deswegen haben wir es auch nach oben weggefalten. Jetzt können wir das aufstellen und nehmen die Schlaufe von hinten. Ich habe es versucht, so langsam und so deutlich wie möglich zu zeigen. Und diese Schlaufe müssen wir jetzt dort durchstecken. Dort sollte die Öffnung sein, die Lasche. Deswegen haben wir ja die Papierstreifen umgelegt, damit ihr diese angeschrägte Ecke dort durchstecken könnt. Und dann müsste diese Spitze aus dem bereits gefalteten Dreieckszacken, der dort rechts ist, der rosane, rauskommen. Deswegen habe ich verschiedenfarbige Papiere benutzt, damit ihr das einfach besser den Durchblick habt. Und mit einfarbigen Streifen, wenn man den Trick raus hat, ist das auch nicht schwer. Aber zu Anfang, um dem besser zu folgen, wäre es vielleicht auch besser, wenn ihr verschiedenfarbige Streifen habt. Aber es ist wirklich nicht schwer und ihr kommt da ganz schnell hinter, da bin ich überzeugt von. Und so faltet ihr dann auch die anderen Zacken. Ihr dreht das quasi immer einmal nach rechts weg und macht dann diese Papierstreifen
Faltung um 90 Grad nach links, stellt sie auf, nehmt die Lasche, steckt sie durch, damit sie aus den bereits gefalteten Dreieckszacken genau in der Mitte rauskommt. Manchmal ist das ein wenig knifflig. Man muss immer den richtigen Winkel treffen, damit das gerade durchkommt. Und keine Angst, die Streifenenden, die dort rausgucken aus den Zacken, die wird man nachher nicht mehr sehen. Die werden wir dann nämlich abschneiden. Und so ist auf der einen Seite dann bereits die 3D-Zacken fertig, die vier. Ja, ihr seht, da musste ich auch ein wenig fummeln. Und so habt ihr die vier Zacken fertig und quasi den halben Stern schon. Eigentlich auch schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und jetzt drehen wir das Ganze einfach um und machen auf dieser Seite genau das Gleiche. Wir knicken jeden Papierstreifen einfach nach oben weg. Wirklich auch Vorsicht, dass ihr wirklich alle Papierstreifen nach oben wegknickt, damit wir dann ja diese Lasche haben, wo wir das Ende des Papierstreifens reinstecken können, wenn wir gleich die 3D-Zacken auch auf dieser Seite falten. Ja, ein bisschen andrücken, so damit das alles schön platt ist. Und jetzt geht es eben ans Falten. Und da gehen wir genauso vor, dass wir die Papierstreifen nach links im 90-Grad-Winkel umfalten, dann aufstellen und das Ende des Papierstreifens dort durchstecken, damit es auch bei diesem Zacken wieder rauskommt. Und wir können es so durchziehen und festziehen, bis wir merken, dass das sitzt quasi fest. Nun ist unser Fröbelstern eigentlich schon fertig, das heißt fast fertig, denn wir müssen noch die Papierstreifenenden, die dort rausgucken, in verschiedenen Längen, noch stutzen, damit die halt nicht mehr zu sehen sind und der Stern ja einfach schön aussieht. Und jetzt ist er wirklich ganz fertig und ihr könnt ihn so hinstellen als Deko oder ein kleines Loch in einen der Zacken machen, einfach mit einer Nadel am besten und dann einen Faden durchziehen und als Tannenbaumschmuck oder als Geschenkverpackungsanhänger benutzen. Wenn ihr diese Streifen nur halb so breit macht, also einen halben Zentimeter breit, dann könnt ihr daraus auch kleinere Sterne falten, weil die vielleicht für manche Geschenkverpackung oder für den Baum besser aussehen. Ihr seht, ich habe aus allen Farben, die wir benutzt haben, nochmal kleinere Sterne gemacht. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Mitmachen und beim Nachbasteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann gerne einen Kommentar schreiben. Ich antworte eigentlich immer darauf. Und wenn ihr auf Instagram oder Facebook aktiv seid, dann schaut einfach mal in die Infobox, da habe ich euch auch geschrieben, wie ihr mich dort finden könnt. Und dann freue ich mich auf das nächste Video, wenn ihr wieder an meinem Schreibtisch Platz nehmt.